Seit Anfang 2019 muss man, wenn man ein Elektrofahrzeug fährt, und dazu gehören auch Plug-in-Hybride, nur die Hälfte des Neuwagenpreises versteuern, wenn es sich um einen Geschäftswagen handelt. Und deswegen gibt es von dieser Sorte Fahrzeuge immer mehr. Und jetzt zieht auch Peugeot nach. Und deswegen testen wir heute mal den neuen Peugeot 508 als Plug-in-Hybrid und auch das SUV, den 3008, ebenfalls als Plug-in-Hybrid. Unser 508 als Plug-in-Hybrid, der wird angetrieben von einem 1,6 Liter Benzinmotor, der liefert 133 kW maximale Leistung und ist gekoppelt mit einem Elektromotor, der dann nochmal 81 kW obendrauf packt. Und das sorgt für eine Systemleistung von 165 kW bzw. 225 PS maximal. Und dazu gibt es dann noch ein maximales Drehmoment von 360 Newtonmeter. Das sorgt hier im Auto schon für recht ordentliche Fahrwerte, denn so ist zum Beispiel die Höchstgeschwindigkeit angegeben worden mit 240 km pro Stunde. Rein äußerlich unterscheidet sich der 508er als Plug-in-Hybrid kaum vom normalen Modell. An der Front sehen wir keinen Unterschied. An der Seite finden wir hier das Hybridzeichen. Das ist auffällig. Was fast nicht auffällt, ist der zweite Tankdeckel, denn hinter diesem verbirgt sich nicht der Benzintank, sondern der Anschluss für den Strom. Und natürlich, wenn wir zum Heck gehen, dann gibt es bei der Limousine vom 508 auf der C-Säule nochmal ein Hybridzeichen. Bei unserem hier gibt es das auf dem Heckdeckel. Hier im Fahrzeug finden wir die Fahrmodi elektrisch, Hybrid, Sport und Komfort. Während des Elektromodus wird nur rein auf den Elektromotor gesetzt, wie der Name es schon sagt. Im Gegensatz dazu wird beim Hybridmodus auf die Kombination aus elektrischem und Verbrennerantrieb gesetzt. Beim Sportmodus geben alle Antriebe immer maximale Leistung ab, um das Auto so sportlich wie möglich unterwegs sein zu lassen. Und beim Komfortmodus, den es übrigens nur in der GT-Ausstattung serienmäßig oder aber in der Allure-Ausstattung optional gibt, da wird der Hybridmodus kombiniert mit dem sogenannten elektrischen Fahrwerk, um eben möglichst komfortabel zu reisen. Wenn ich in meinem Fahrzeug umschalte auf den rein elektrischen Antrieb, hat das nicht nur den großen Vorteil, dass das Fahrzeug keinerlei Emissionen mehr verursacht. Nein, es wird auch flüsterleise. Die Kapazität der Batterie hier an Bord, die beträgt 11,5 Kilowattstunden. Und das reicht bei unserem Fahrzeug hier für eine maximale rein elektrische Reichweite von rund 50 Kilometern. Das schaffen wir allerdings nicht, wenn wir die maximal elektrische Höchstgeschwindigkeit nutzen, denn die liegt bei 135 Kilometern pro Stunde. Wichtig bei der rein elektrischen Reichweite ist, dass sie mit mehr als 40 Kilometern nach dem Messverfahren WLTP angegeben wird, denn nur dann gibt es tatsächlich auch die Förderung bzw. die Steuerreduktion. Immer wenn ich so einen Plug-in-Hybrid fahre, dann lade ich den bei mir zu Hause an der normalen Haushaltssteckdose über Nacht. Und das würde hier bei dem Peugeot 6,5 Stunden dauern. Man kann den Wagen auch schneller laden, nämlich zum Beispiel an der Wallbox. Die liefert dann 3,7 Kilowattstunden Leistung. Und dann dauert es hier am Fahrzeug nur noch 3 Stunden für eine komplett vollgeladene Batterie. Wenn ich den optional bestellbaren Onboard-Charger mit 7,4 Kilowattstunden bestelle, dann geht es an der entsprechenden Wallbox oder einer öffentlichen Ladesäule im Zweifelsfall auch in 2,5 Stunden. Um immer genügend elektrische Restreichweite an Bord zu haben, gibt es hier die Möglichkeit, den sogenannten E-Safe-Modus auszuwählen. Das geht hier über eine Taste am Infotainment und dann kann ich mir aussuchen, möchte ich eine Restreichweite von 10 Kilometern oder von 20 Kilometern oder eine komplett vollgeladene Batterie übrig haben. Wenn ich hier bei meinem Fahrzeug mal kurz an dem Gangwallhebel nach hinten ziehe, dann schaltet der Wagen um in den sogenannten Brake-Modus. Und das bedeutet nichts anderes, als dass das Gaspedal, wenn ich es lupfe, dafür sorgt, dass der Wagen stark verzögert. Das kennen wir so ein bisschen zum Beispiel aus rein elektrischen Fahrzeugen. Da ist es auch so, das nennt man dort One-Pedal-Drive. Und das sorgt im Grunde genommen dafür, dass ich das Fahrzeug nur mit dem Gaspedal steuern kann und das Bremspedal eigentlich nur noch brauche, wenn ich wirklich scharf bremsen will. Im Sportmodus habe ich die gesamte Kraft aller Antriebe an Bord zur Verfügung. Aber wenn ich hier voll durchtrete, der beschleunigt schon ganz nett, aber
Ob der wirklich schneller beschleunigt als mit einem großen Benziner, bin mir nicht sicher. Beim Thema Kofferraumvolumen muss ich keine Kompromisse eingehen, wenn ich den Plug-in-Hybrid wähle, denn der bietet genau wie die Verbrenner 530 bis 1780 Liter maximales Ladevolumen. Es gibt aber einen Unterschied, und zwar beim Thema Spritmenge, die ich mitnehmen kann. Denn die normalen Verbrenner, die bieten ab 55 Liter Tankvolumen. Der Plug-in-Hybrid hat hier nur 43. Und der Grund, warum wir im Grunde genommen beim Kofferraum keinen Platz verlieren, ist, dass die Batterie, die für den Plug-in-Hybrid nötig ist, hier unter der Rückbank verbaut wurde. Darüber hinaus ist das Fahrzeug sehr gut ausgestattet. So gibt es zum Beispiel bereits ab Werk das sogenannte Night Vision System. Das ist nichts anderes als eine Infrarotkamera, die dafür sorgt, dass wir Lebewesen im Umfeld des Fahrzeugs erkennen. Es gibt dazu einen Notbremsassistenten, es gibt einen aktiven Spurhalteassistenten und sogar einen adaptiven Tempomaten und eine Verkehrszeichenerkennung. Alles ab Werk. Nachdem wir uns nun den 508 als Plug-in-Hybrid angeschaut haben, werfen wir jetzt mal einen Blick auf das SUV, und zwar den 3008 Hybrid 4. Was es mit der 4 so auf sich hat, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Der 3008 Hybrid 4 ist der aktuell stärkste Peugeot überhaupt. Der wird angetrieben von einem 1,6 Liter Benzinmotor mit 147 kW bzw. 200 PS. Das ist aber nicht alles, denn an das 8-stufige Automatikgetriebe ist vorne zusätzlich noch ein 81 kW starker Elektromotor angeschlossen und am hinteren Antriebsstrang gibt es nochmal einen 83 kW starken Elektromotor. Das ganze Paket sorgt für eine maximale Leistung von 222 kW bzw. 300 PS Leistung und zusätzlich gibt es ja dann noch 520 Newtonmeter maximales Drehmoment. Wer jetzt zusammenrechnet, wird feststellen, 81 und 83 und 147, das müsste doch viel mehr sein. Ja, theoretisch schon, aber wenn die Komponenten zusammenspielen, dann schaut man halt, was brauchen wir wirklich im Fahrbetrieb. Und deswegen kann man natürlich die Elektromotoren und auch den Benziner entsprechend regeln, um, sag mal, eine Gesamtleistung zu erzielen, die wirklich für vernünftige Fahrwerte sorgt. Und was der hier mit diesem Allradantrieb, den wir jetzt an Bord haben, Offroad kann, das schaue ich mir jetzt als allererstes an. So, und jetzt geht's ins Gelände. Rein elektrisch, zumindest zum Beginn. Der 3008 Hybrid, der hat dank des Elektromotors auf der Hinterachse nicht nur einen Allradantrieb, sondern er hat dank des Elektromotors auf der Vorderachse auch noch die Möglichkeit, dass man rein elektrisch Offroad fahren kann. Und zusätzlich bietet er genauso viel Bodenfreiheit wie sein Benzinerkollege, also rund 21 cm, und ist damit eigentlich bestens gerüstet, zumindest für leichtes Gelände, und das macht er hier ganz ordentlich. Darüber hinaus kann man mit dem Fahrzeug auch ziehen und die Anhängerkupplung, die darf belastet werden, gebremst mit maximal 1250 Kilogramm. Wie auch schon beim 508 gibt es auch hier beim 3008 unterschiedliche Fahrprogramme. Und hier haben wir zum einen das Fahrprogramm Elektrik, wo wir also rein elektrisch fahren. Wir haben hier auch das Fahrprogramm Sport, wo wir die maximale Leistung von allen Antrieben kriegen. Und wir haben hier außerdem das Fahrprogramm Hybrid, wo also die Kombination aus Verbrenner und Elektromotoren genutzt wird. Aber wir haben darüber hinaus hier eben noch, und das ist der Unterschied, das Fahrprogramm AWD, All-Wheel Drive. Und das ist eben genau das, was dann immer den vorderen und hinteren Elektromotor nutzt, zusammen mit dem Verbrenner, um eben Offroad möglichst gute Leistung abrufen zu können. Also ich sehe hier Offroad keinen Nachteil zu einem herkömmlichen Verbrenner mit Allradantrieb. Beim Thema Exterior Design ist der 3008 Hybrid 4 genau wie der 508 von seinen Verbrennerkollegen eigentlich kaum zu unterscheiden. Der einzige echte Unterschied, das ist hier an der Seite vorne das Hybrid 4 Badge, das wir auch hier hinten am Kofferraumdeckel nochmal finden. Und natürlich gibt es auch bei diesem Fahrzeug wieder eine zweite Klappe. Neben der Tankklappe hier haben wir auf der anderen Seite die Klappe, hinter der sich der Elektroanschluss verbirgt, zum Laden. Und wenn wir uns den Kofferraum anschauen, dann ist es auch hier so, dass das SUV im Endeffekt das gleiche bietet wie seine Verbrennerkollegen, zumindest oberhalb des Kofferraumbodens, denn auch hier sind es 395 Liter mit aufgestellter Rückbank bis maximal 1357 Liter, wenn ich die Rücksitze umklappe. Eine Sache hat sich bei beiden Plug-in-Hybriden im Vergleich zum
Verbrenner nicht verändert, und zwar das Interieur des Fahrzeugs, denn es ist im Grunde genommen das Gleiche, was wir hier vorfinden. Und das heißt, wir reden über das iCockpit, das heißt ein voll digitales Cockpit, ein kleines, sehr tief angebrachtes Lenkrad und natürlich das große zentrale Display. Und außerdem, was mir hier sehr gut gefällt, ist dieses unterbrochene Armaturenbrett mit der Klaviatur hier drin. Wie gesagt, wie bei den Verbrennern, sowohl beim 508 wie auch beim 3008, wirkt das alles hier drin sehr schön, sehr elegant und, wie ich finde, äußerst hochwertig. Mit diesem 222 kW bzw. 300 PS Systemleistung ist der 3008 wirklich gut motorisiert. Und das sieht man auch sofort, wenn man mal auf das Datenblatt schaut. Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs ist angegeben mit 240 und die Beschleunigung von 0 auf 100 5,9 Sekunden. Und das ist für so ein Fahrzeug gar nicht so schlecht. Vor allem dann, wenn man überlegt, dass der hier im Vergleich zum normalen Verbrenner rund 300 Kilo mehr wiegt. Und das liegt eben an den Elektromotoren und der Batterie. Wie schon bei dem 508 ist es auch hier beim 3008 so, dass wenn ich in den elektrischen Modus umschalte, der Wagen wirklich flüsterleise wird. Es ist einfach der große Vorteil an diesen Elektroantrieben. Immer schön ruhig im Auto. Das Fahrwerk des 3008 Hybrid ist relativ straff, hat aber den großen Vorteil, wenn man hier mal schnell eine Kurve fährt, neigt sich der Wagen überhaupt nicht und vermittelt immer das Gefühl, wirklich sauber auf der Straße zu liegen. Natürlich bietet auch der 3008 als Plug-in-Hybrid die sogenannte eSafe-Funktion, bei der ich mich entscheiden kann, will ich 10, 20% oder aber eine volle Batterie als quasi elektrische Reserve aufheben für die spätere Fahrt. Und selbstverständlich gibt es auch hier, wie bereits Offroad erklärt, auch unterschiedliche Fahrmodi. Aber hier ist es halt so, wenn ich im Sportmodus umschalte, dann merke ich schon sehr deutlich, dass ich eben zwei Elektromotoren mit an Bord habe. Der 3008er als Hybrid, der hat eine 13,2 Kilowattstunden große Batterie mit an Bord und die reicht hier für eine angegebene Reichweite von 65 Kilometern maximal und außerdem kann man das Auto maximal 135 Kilometer schnell rein elektrisch fahren. Wichtig ist aber auch, wie lade ich den eigentlich? Zu Hause an der heimischen Steckdose kann ich den Wagen innerhalb von 7 Stunden vollladen. Wenn ich an eine Wallbox gehe und dann mit 3,7 Kilowatt lade, dann dauert das Ganze halb so lange, nämlich 3,5 Stunden. Und ich kann das nochmal beschleunigen, wenn ich den optionalen Onboard-Lader bestelle. Dann kann ich hier bei dem Fahrzeug in 2 Stunden 45 die Batterie von 0 auf 100% vollladen. Wie beim 508 bereits beschrieben, gibt es auch beim 3008 die sogenannte Brake-Funktion, die dann diesen sogenannten One-Pedal-Drive aktiviert. Aber auch wenn wir über die Assistenz- und Sicherheitssysteme sprechen, tun sich die beiden Fahrzeuge nicht viel, denn auch den 3008 gibt es mit diesem Antrieb nur in den höchsten Ausstattungslinien und damit sind eben, genau wie beim 508, fast alle Assistenzsysteme, die man wirklich braucht, bereits serienmäßig mit an Bord. Wer sich für eine volle Review von dem 508 interessiert, also alle Daten und Fakten zum Auto haben möchte, der soll bitte einfach mal bei uns in das bereits bestehende Review reinschauen, denn da haben wir das Auto vor einiger Zeit schon getestet. Den 3008, da machen wir jetzt keinen extra Beitrag dazu, denn den gibt es dieses Jahr nochmal als Neuauflage. Da kommt nämlich das Facelift und dann verspreche ich, gibt es nicht nur eine gesamte Review mit allen Inhalten, sondern es gibt dann auch für den 3008 erstmals den normalen Hybrid, den wir vorher im 508 gesehen haben, das heißt nur mit Frontantrieb. Peugeot gibt den Durchschnittsverbrauch des 3008 Hybrid 4 mit 1,7 Liter auf 100 Kilometer an. Das halte ich ein bisschen für einen Fabelwert, aber ich denke, mit einer vollen Batterie, zumindest auf den ersten 100 Kilometern, sind 3, 4 oder vielleicht 5 Liter überhaupt kein Problem. Und ich denke auch, wenn man Langstrecken damit fährt und fährt vernünftig und ruhig, dann kann man mit dem Hybridantrieb sicherlich Werte um die 5 bis 6 Liter erreichen. Und das ist für ein 300 PS starkes SUV, wie ich denke, ein sehr ordentlicher Wert. Darüber hinaus habe ich die Möglichkeit, mit einer vollen Batterie aber auch, wenn ich es will oder muss, bis zu, ich würde mal sagen, realistisch 40, 45 Kilometer rein elektrisch zu fahren. Oder aber, und das denke ich, ist der größte Vorteil am Auto, ich kann mich einfach sehr über die deutlich bessere Versteuerung freuen, wenn ich einen Plug-in-Hybriden anschaffe.